Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Train Fever im USA DLC. So, letzte Folge haben wir unsere Öllinie hier gebaut. Als nächstes könnten wir mal gucken, was wir sonst noch bauen. Passagierzug wäre natürlich noch fein von hier nach da drüben. Eigentlich. Oder wir könnten auch anfangen, einen Ring zu bauen. Von da nach da und nach da. Oder nach da. Erstmal. Könnte man natürlich auch machen. Aber jetzt kommt das kleine Problem. Wir müssten einen Bahnhof bauen. Bahnhof. Ja, du mich auch. Das Problem ist Bahnhof und da müssen wir trotzdem diese Buslinie weiterführen. Am besten müssen wir den Bahnhof dann irgendwo dran bauen, wo ein wo schon sowas ist. Wie zum Beispiel sowas da. Haben wir aber nur einen und das ist hier. Ergo schlecht. Ergo sehr schlecht. Denn wir müssten hier natürlich irgendwas abreißen. Worauf ich natürlich keinen Bock hätte. Somit könnten wir eigentlich nur hier irgendwo einen dran bauen. Oder hier. Was? Wie nicht genug Platz. Oder hier unten halt. Aber da müssen wir auch noch eine Haltestelle hinbauen. Oder hier. Hier können wir auch dran bauen. Was aber doof ist. Weil ich will ihn da durchfahren lassen. Ergo bleibt mir eigentlich nur hier oben. Obwohl ich ja sagen muss, hier oben ist auch scheiße. So viel Stress hier immer. Höchstens so. So, ich baue dann schon mal hier hin. Ich baue da oben. Noch ein Dingens hier hin. So. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Linie. Das ist Linie. Blau. 5. Dann soll eine Haltestelle noch hinzugefügt werden und die. So. So. Dann hätten wir das. Dann müssen wir dasselbe müssen wir hier oben machen. In Augusta. Dann müssen wir das auch machen. Ah, nein. Nein. Da. Das brauchen wir. In Augusta müssen wir dasselbe machen. Da könnten wir den sogar hier hinbauen. Direkt. Oder aber hier hin. Was sogar noch besser wäre. Ich glaube, wir bauen den da hin. Problem? Wir müssten nur ein Haus hier abreißen. Und zwar das. Für 89.000. Was kein Problem ist. Machen wir so. Und bauen die dann hier hin. So. Jetzt müssten wir aber hier noch ein paar Dinger hinbauen. So, pass mal auf. Wir bauen hier mal ein paar hin. Hallo? Wo kann ich denn nicht da hinbauen? Sondern nicht. Ah, da. So. 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 Auch so. So. So eigentlich. Und dann eigentlich noch. Ja, und den fahren wir sowieso an da unten. Dann fahren wir vielleicht hier noch einmal rein. So. Neue Linie. Neu. Hau mal ab. Bitte, danke. Dahin. Dahin. Blödsinn. Das war Blödsinn jetzt. Mach nochmal weg. Entfernen. Entfernen.
So, Haltestelle hinzufügen. So, der fährt so. Dann sollte der vielleicht erstmal hier lang fahren. Genau. So, so, so. Dann sollte der vielleicht. Scheiße, ich habe die falsch gebaut. Ne, warte mal, da machen wir mal weg. Der muss erst hier lang. Sonst geht das nicht. Ich habe die falsch rumgebaut. Ich Vollhorst. Klar. Das heißt so, so, dann hier oben hin, dahin, 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 dahin. Na, danke. Hierhin und dann hierhin. So. So, da ist Linie 12. Jetzt haben wir alle. So. Da ist Linie 12. Da brauchen wir natürlich noch ein Depot. Das stellen wir mal einfach hier irgendwo hin. Das passt schon. Da haben wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5. Und alle gehen auf Linie. Was ist das? 12. Und los. So. Jetzt wollten wir eigentlich nur den Zug darüber verführen. Erstmal. Verführen. Manchmal habe ich ein Deutsch drauf, ne, gibt's gar nicht. Mit 80 nur, okay. Ich will keinen Tunnel bauen, hau ab. Was? Tunnel? Ab. Johnny, dann bauen Tunnel. Mir doch egal. Ist nur ein bisschen teuer jetzt. 751.000, ja, ja, kein Problem. Bauen wir einen Tunnel. Was soll's, wir haben es doch. Wir haben es doch. Was soll es denn? Ach ja. So, dann brauchst du halt einen Tunnel. Dann sei halt so. So, haben wir. So, die erste haben wir schon verbunden. Ist doch schön. Sehr, sehr geil, eigentlich. So, Problem ist jetzt nur, wir müssen jetzt erst einmal ein Depot mal wieder hinkriegen, wie immer. Mal wieder los. Und bitte in Schritt zwei Schritten bauen. Weil in einem habe ich keine Lust darauf. Was? Oh. Oh, eine neue Lok ist verfügbar. Wow. Boah, jetzt habe ich keine Kohle. Danke. Eine neue Lok ist verfügbar. Die für 785.000. Klar, kein Problem. Aber der hat auch mal im Kurs 80 km/h und 1500 PS. Krass. Wow. Aber ich denke mir, ich werde den hier nehmen. Dann. So. Problem ist jetzt natürlich, das bringt mir jetzt gerade gar nichts, weil hier jetzt natürlich nichts wartet. Ist logisch. Weil ich noch keinen Zug habe, der da jetzt fährt. Leider. Kostet auch ein bisschen, ne? Deswegen mal lernen wir uns einfach ein bisschen. Wir holen uns den Zug. Holen uns 1, 2, ich würde sagen 3 Passagierdinger. Da machen wir eine Linie. Von da nach da. Sehr schön. Das wird jetzt zwar wahrscheinlich nichts bringen, weil der hier noch fährt. Deswegen, da muss ich mal schauen, welche Linie war das? Das war Linie 6, glaube ich, ne? 6 war das, genau. Dann mach mal bitte die 5 Stück. Können alle. Wie war das? Doch hier. Linie 6 können alle ins Depot schicken und verticken. Sehr gut. So, dann kann Linie 6 nämlich weg. So. Haben wir.
So, dann schauen wir mal, ob der Passagiere dann irgendwann mal bringt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob da was passiert oder nicht. Da läuft sogar einer. Da läuft tatsächlich einer zum Bahnhof. Geil. Einer. Geil. Da kommt noch einer. Noch einer. Es geht rund hier. Kommen Sie alle. Einer ist wartend. Immerhin, zwei. Saubär. Saubär, sage ich. So. Sollte auf jeden Fall jetzt ein bisschen gehen. 8 Stück, 9, 10. Hallo. Jetzt geht es rund hier. Aber die laufen alle, anstatt die mit dem Bus fahren. Egal. Was? Oh yeah. Ein Kesselwagen neuer. Schön. Schön. Wie sieht das überhaupt aus? Unsere Züge. Linie 13 ist natürlich jetzt natürlich nicht so prall. Erstmal. Da dauert, bis das Gewinn abwirft. Aber sonst alle Züge. Oder ja gut, die Linie 8 immer noch nicht. Aber sonst liefern alle Züge, machen Gewinn. Also eine Menge. 20 Passagiere hat er jetzt schon. Von Lincoln nach Augusta. Das ist gerade mal so schlecht, muss ich sagen. Der Bahnhof ist in Betrieb. Die neuen. Vor allen Dingen lässt man dadurch auch Städte wachsen, ne? Das muss man auch noch bedenken, wenn man Güter da reinbringt und so. Das muss man ja auch immer vor Auge halten. Boah, die armen Pferde, gut, schon fast 50 Jahre, ey. Oh, Öl kam gerade an, sehe ich. Gerade. Wenn er so weitermacht, macht er auch Gewinn. Aber das kommt noch, das kommt noch. Guck mal, da kommt unser Erzzug, unser Kohlezug. Da sind wieder 500.000 plus gewesen. Sehr geil. Aber wir machen mit allen Plus, das ist am besten. Wenn wir Plus machen, ist schon okay. Wie gesagt, wichtig ist, dass man Plus macht. Das ist ganz wichtig. Der Rest ist relativ Wumpe, Hauptsache man macht Plus. Die innerstädtischen Sachen, die machen, also der ÖPNV heißt das ja, der öffentliche Personennahverkehr, die machen selten Plus, kann ich euch schon mal sagen, bei dem Spiel. Also hier der innerstädtische Bereich, die machen eigentlich nicht so viel Plus, wenn sie überhaupt Plus machen. Ja, ist halt so. Obwohl Linie 12 macht sogar Plus ein bisschen. Die ist hier oben in Augusta. Und was warten da jetzt? Oh, 19. Jetzt geht aber rund. Jetzt kommen langsam mehr. Lustigerweise. Da sind auch schon wieder 12. Der fährt auch gerade zurück mit 18 wieder. Und der wird auch in den Plus-Bereich gehen. Der Zug 7, der wird auch in Plus gehen. Definitiv irgendwann. Ja, jetzt ist er nämlich 31.000 nur noch im Minus. Der geht auch noch im Plus. Definitiv. Kohle und Dingens ist wieder voll. Öl kam gerade an. Ich glaube, Kohle kommt gerade an. Ja. Kohle kommt gerade und der Erz kommt auch direkt gerade an. So, dann haben wir wieder 212.000. Fertig. Und da ist schon wieder was erfunden worden. Und? Der sechsachsige Personenwagen. Oh, cool. Und der Mack. Das ist doch ein LKW, ne? Ist das doch, glaube ich. Sag ich mal. Oder? Jo. Mack. Passagiere. 9 Stück kann man damit konstruieren, okay. Auch nicht schlecht. Aber der kostet auch 69.000 mal hin. So kostet mal kurz fast das Doppelte an, mehr als das Doppelte wie Betriebskosten. Als die Pferdekutschen. Kann man später mal drüber nachdenken. Aber vor allem, man bräuchte dafür vielleicht weniger. Weil er schneller wahrscheinlich, ne? 24 und 18, ja, der ist schneller ein Tick. Das heißt, wenn wir da können wir natürlich.
die 5 verkaufen und nur 3 von denen kaufen. Das geht auch. So, da machen wir jetzt auch. Linie 12. Warte. Da. Alle reinkommen verticken. So, dann holen wir uns 3 von denen. Wenn wir dann Kohle hätten. Was wir gerade nicht haben. Aber warten wir mal ein bisschen. Holen wir uns 3 von denen und fertig. Dann haben wir die auf Linie 12. Weißt du was? 2, 3. So, alles auf Linie 12. Und da fahren sie schon. Gucken wir uns mal die Dinger an. Jö. Da kommen die ersten motorisierten Busse hier. Sauber. So, und dasselbe könnten wir theoretisch auch mit Linie, was ist das hier unten nochmal? Linie 5? Oder Linie 5? Ja, blau ist Linie 5. So, macht ihr mal vom Acker. Dann holen wir uns da auch welche. Holen wir uns da auch 3 Stück. Genau. Auf Linie 5 und los. Wir sind einen Tacken schneller. Und dann schauen wir einfach mal. 4 Minuten, 5 Minuten. Ja, passt schon. Schauen wir einfach mal, wie das damit funktioniert. So, da kam noch einer. Siehst du, die lassen sich dann noch ein bisschen Abstand zwischendurch. Das passt. So. Da kommt der Zug schon wieder an da oben. Wir sind 27 warten. Der hat 35 dabei und der macht jetzt schon 329.000 plus. Sauber. Sauber. Das ist eine gute Anschaffung gewesen. Wie gesagt, dann will ich weiterziehen. Hier runter. Ich würde sagen, bis da hier so eine Schleife fahren und hier hin und dann zurückfahren erstmal. Oder erstmal bis hier und dann zurückfahren, so ein Dreieck im Prinzip. Und dann will ich den auf jeden Fall später noch hier unten hinführen, nach Schweefport. Und dann mal schauen. So, guck mal, unser Kredit ist auch bald wieder abbezahlt, so läuft das doch. So läuft es. So, nicht anders. Guck mal, und wir machen mit der ersten... Boah, machen wir 71.000 plus, krass. Das wäre natürlich richtig Premium, wenn die richtig plus machen würden. Aber die können auch 9 mitnehmen, das muss man ja bedenken, ne? Die machen alle plus schon. Und da sind nur 3, das sind keine 5 Fahrzeuge. Das heißt, die können mehr mitnehmen auf Dauer. Und somit die ganze Linie bedienen mit 3 Fahrzeugen. Deswegen, das muss man immer bedenken. So, der hat da unten schon wieder welche abgeladen. Die laufen jetzt ganz gepflegt hier unten zum Bahnhof. Da sind nämlich jetzt 25 und gleich sind es, keine Ahnung, 31 schon. Krass, da kommen immer mehr. Ups. Aber da kann nur 48, Freunde, ne? Also bleibt mal geschmeidig hier. 40 hat er schon. Da stehen. Ups, 42, 43. Ich hoffe, der kommt jetzt mal. 43, fast vollgeladen. Gleich. Rums, 622 plus. Und da hat er 43 Passagiere jetzt an Bord. Geil. Geil, 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 sag ich nur. So langsam läuft's. So langsam läuft's. So langsam aber sicher. Sehr schön. So, haben wir noch ein paar Linien jetzt gebaut. Und wir haben gleich unseren Kredit wieder zurückgezahlt. So, und jetzt... Entschuldigung! Und die Folge ist schon wieder vorbei. Mein Gott! Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer.
Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Train Fever im USA DLC. Tschüssingen.